einen einzigartigen Duft finden, den nur du trägst, mit dem dich Leute identifizieren und den auch wirklich niemand anderes trägt. Das ist eine Aufgabe, die viele Leute mir regelmäßig stellen und viele Kommentare gehen auch in die Richtung und fragen, Jan, was ist denn ein einzigartiger Duft, den du mir empfehlen kannst? Und heute möchte ich mal genau das Thema angehen und auch das Thema NPC-Düfte, wie das oftmals genannt wird. Aber erstmal, hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und NPC-Düfte ist ein Thema, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich schreibe es heute vielleicht in den Titel, um ein bisschen die Leute abzufischen, ganz bewusst abzufischen, weil ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Wenn sich Menschen ein Parfum kaufen, die das lieben, die den Duft einfach mögen und man dann sagt, hier NPC-Duft, wer trägt denn sowas? Du bist ja irgendwie total random und Mainstream und sowas. Das finde ich einfach, weißt du, so Schoolbully aus den 90ern. So, ich bin erhaben, ich habe irgendwas Besseres als du, ich bin was Besseres und du trägst hier irgendwie den Dior Sauvage oder sowas. Finde ich, geht gar nicht, Leute, die das tun. Also sorry, aber finde ich absolut unterirdisch. Möchte aber trotzdem heute mal einen Einblick geben, welche Düfte ich eigentlich im Alltag am meisten rieche und falls man das so sagen möchte, NPC-Düfte sind. Wie gesagt, nicht meine Ausdrucksweise, aber trotzdem dir mal einen Einblick geben, welche Düfte so meiner Erfahrung nach am meisten getragen werden. Anfangen mit dem ersten Duft und das ist der Club de Nuit Man Intense von Amav. Eigentlich, wenn ich im Alltag die Creed Aventus DNA rieche, dann ist es meist der Club de Nuit Man Intense. Ich rieche die Unterschiede tatsächlich sehr. Das liegt auf der einen Seite daran, dass Club de Nuit Man Intense intensiver riecht, stärker riecht und auch ein bisschen weicher vielleicht. Das mag jetzt vielleicht irritieren, aber er riecht weicher, er riecht dichter und während Creed Aventus feiner und hochwertiger und eben so Spikes und Höhen und Tiefen hat, riecht der Club de Nuit Man Intense halt relativ dicht und nebelig irgendwie. Und das sind Unterschiede, die man, wenn man sie eben kennt, doch auch wahrnehmen kann und so geht mir das als großer Aventus-Fan auch. Und das ist ein Duft, den ich relativ häufig rieche. Und das ist bei weitem nicht der Duft, den ich am häufigsten rieche, das ist jetzt wirklich vielleicht auch eine Illusion. Bei weitem rieche ich diesen Duft nicht so oft wie die kommenden Düfte, aber trotzdem ist es ein Duft, den, wenn ich zum Beispiel in größeren Städten unterwegs bin, Berlin ist da ein ganz gutes Beispiel, aber natürlich auch hier, nehme ich die DNA schon ab und an mal gerne wahr. Der nächste Duft, den ich tatsächlich sehr viel häufiger rieche als die Creed Aventus DNA, das ist der Stronger With You von Armani. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen meine Schuld oder unsere YouTuber Schuld, weil dieser Duft ist einfach wirklich großartig gemacht, das kann man so sagen. Oder ob du jetzt den Intensely hast, den Absolutely oder eben das Originale, das ist einfach eine wunderschöne DNA. Diese Würze, diese Tiefe, auch die starke Sillage, auch die starke Ausstrahlung, das ist ja genau das, warum man den kauft. Und das ist auch der Grund, warum ich den so oft rieche. Ne? Und das ist ja vielleicht auch so ein primärer Teil des Videos. Das sind heute im Video alles Düfte, die man eben auch stark riecht. Die haben eben eine gute Projektion, die riecht man sehr stark und die nimmt man wahr. Ne? Du kannst jedes Parfum der Welt tragen, wenn man es nicht riecht, hast halt nur du was davon, was auch schön ist. Aber wie gesagt, das sind eben Düfte, die dann andere Leute nicht riechen. Und meiner Erfahrung nach ist Stronger With You immer noch ein tolles Parfum, um eben aufzufallen, Komplimente zu bekommen, was viele Zuschauer mir in die Kommentare schreiben. Aber bei weitem kein Duft mehr, mit dem man einzigartig ist. Wie gesagt, ist auch gar nicht schlimm. Ich mag die DNA auch persönlich, aber ich rieche sie doch relativ häufig. Ein Duft, den ich viel, viel häufiger rieche, selbst noch als Stronger With You, das ist der nächste. Das ist nämlich der Tom Ford Lost Cherry. Ich habe ab und an, wenn ich in Berlin unterwegs bin, geschäftlich zwischen mir und meinem YouTube-Kollegen Timo Lost Fragrances, dass ich, wenn ich in die Berliner U-Bahn steige, irgendeinen Duft immer wahrnehme. Wirklich, ich steige da ein und es ist immer einer der Top 5 Düfte heute. Und ich schreibe ihm dann wirklich immer, okay, heute irgendwie der, heute der und heute der. Und ich erinnere mich noch an so viele Sprachnachrichten, wo ich gesagt habe, oh Gott, die U-Bahn riecht heute wieder nach Lost Cherry, als hätte jemand drin gebadet. Und das ist auch ein Phänomen, gerade in großen Städten wirst du Lost Cherry ziemlich häufig riechen, geht mir auf jeden Fall so. Ist dann auch tatsächlich relativ mixed zwischen Herren und Damen, also so 50-50 würde ich sagen, ist ein Duft, der sehr viel getragen wird. Ich muss aber sagen, dass ich natürlich absolut verstehe, wieso. Denn diese fruchtigen Düfte sind einfach sowieso extrem toll zu riechen. Ich mag es ja persönlich auch, solche Düfte wie Abapura oder sowas zu tragen. Und ich glaube, Lost Cherry hat es eben geschafft, mit der Kirschduft zu werden auf dem Parfummarkt und hat in dieser Kategorie auf jeden Fall sehr viele Fans gefunden. Obwohl er natürlich in der Private Collection von Tom Ford ist, muss man auch hier sagen, so ein bisschen wie bei dem Club de Nuit Man Intense, in der Regel werden das wahrscheinlich Klone sein. Bei vielen Parfums kann man das gar nicht so wirklich rausriechen, aber ich denke mal einfach aufgrund des Preises, dass so 60-70% der Leute, die das tragen, wahrscheinlich Klone tragen werden. Der nächste Duft, wahrscheinlich nicht so häufig kopiert, das ist der Dior Sauvage Elixir, den ich auch wirklich ziemlich häufig rieche. Das sogar hier in meiner kleineren Stadt und nicht nur unbedingt in Berlin oder wo auch immer. Ist ein Duft, den man sehr häufig riecht. Für mich persönlich sogar mittlerweile häufiger als das originale Dior Sauvage. Dior Sauvage hat hier immer den großen Vorteil, dass die Ausstrahlung, die Sillage ziemlich intensiv ist und deswegen Leute einen eben wahrnehmen. Und in meinen Augen wird es so nach und nach immer weiter ersetzt mit dem Dior Sauvage Elixir. Und ich glaube, langsam kommen wir einfach an den Punkt, vor dem ich schon vor ein, zwei Jahren gewarnt habe, nämlich, dass sich das ganze Spiel umdreht von der tollen Nischenempfehlung oder Nischenempfehlung aus dem Designerhaus, das eben wenige Leute kennen, eben mittlerweile zum absoluten Massenduft. Finde ich gar nicht schlimm. Die DNA ist ja wirklich toll und nicht ohne Grund empfehle ich
diesen Duft ziemlich gerne, aber man muss leider sagen, dass der auch mittlerweile sehr viel getragen wird. Mit dem nächsten Duft begeben wir uns in das Dufthaus Montal. Viele werden es jetzt wahrscheinlich schon erahnen, welcher Duft das sein wird. Das ist nämlich der Arabian Tonka. Und das ist auch zusammen mit dem Lost Cherry und dem kommenden ersten Platz der heutigen Liste der Duft, den ich wirklich am häufigsten rieche. Arabian Tonka ist wirklich ein Duft, den riechst du, wie gesagt, ich bin häufig in Berlin geschäftlich, andauernd auf der Straße. Ja? Also ich will nicht sagen, jeder Zweite trägt das, aber es ist einfach super krass. Und es kommt natürlich daher, dass die Ausstrahlung und dass die Haltbarkeit dieses Duftes einfach wirklich phänomenal ist. Das ist auch für mich so der wirklich größte Pluspunkt des ganzen Duftes. Er ist halt sehr synthetisch, sehr vanillig, sehr aufdringlich irgendwo auch. Und das ist eben das, warum den, glaube ich, viele Leute tragen, weil er eben wirklich knallt. So, es gibt kaum intensivere Düfte als Arabian Tonka. Ja, mir fallen da vielleicht ein paar ein, eher Tiger oder so, ne? Also es gibt da schon ein paar, aber ich würde sagen, so in meiner Top-Liste irgendwie der intensivsten Düfte wird er so irgendwie in den Top 10 liegen. Ich glaube, deswegen ist er so beliebt, deswegen ist er auch so begehrt und glaube ich auch deswegen eben so häufig getragen. Weitermachen möchte ich mit einem Duft, der mittlerweile ja schon fast Legendenstatus bekommen hat. Das ist nämlich der Le Male von Jean Paul Gaultier. Und ganz gerne wird mal über den Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum gesprochen als NPC-Duft. Muss ehrlicherweise sagen, den habe ich so ganz selten gerochen. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der den trägt, aber so im Alltag rieche ich den eigentlich kaum. Le Male ist tatsächlich ein Duft in der originalen Eau de Toilette-Version, die ich ziemlich häufig rieche. Und das nicht unbedingt draußen auf der Straße, in der U-Bahn, im Bus, wie auch immer, sondern ganz oft im professionellen Umfeld. Also wenn ich mit Leuten im Büro zu tun habe, Geschäftspartnern, Arbeitskollegen, da rieche ich das tatsächlich ziemlich häufig. Und für mich ist es so, wahrscheinlich mit Acqua di Gio einer der häufigsten Bürodüfte. Und ich finde, dass der Le Male noch weit vor dem Acqua di Gio steht. Zumindest in Europa, in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankreich oder Italien aussieht. Aber Le Male rieche ich tatsächlich im Bürokontext extrem häufig. Und das ist ja ein Duft, der eben durch diese Minze, Tonka und Lavendel-Kombination eben wirklich legendär geworden ist. Wirklich ein toller Duft. Und ich verstehe wieso. Ich mag den persönlich auch. Ich trage den ganz gerne auch in meinem Alltag. Auch die originale Variante. Finde ich gar nichts Schlimmes dran. Und ich glaube, das ist auch jedem bekannt. Also wenn du dir einen Acqua di Gio kaufst, einen Dior Sauvage, aber auch einen Le Male und so, weißt du, das sind ja die meistverkauften Düfte der letzten Jahrzehnte. Das ist jetzt kein Geheimnis, das ist viel Menschen tragen. Und das finde ich deswegen auch gar kein Problem. Und das ist ja genau der Punkt. Nur weil du dir eine bekannte Marke kaufst und einen bekannten Duft, die du liebst, ich persönlich liebe die Düfte ja auch, heißt es ja nicht, dass du irgendwie NPC Mainstream, das machen ja alle und das ist ja irgendwie schlimm, denn das ist ja das Implizierte, dass das schlimm ist, wo ich mir denke so, was ist denn daran schlimm? Ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass du ein Parfum gefunden hast, was gut riecht und was ich ja auch gut finde. Also ich meine, stell dir mal vor, ich würde einen krassesten Nischenduft, der nach Kirche, Weihrauch und Acker riecht, ins Büro kommen. Ja, der ist einzigartig. Aber ich meine, der riecht ja trotzdem nicht besser dadurch. Aber genug der Worte über den Le Male. Weitermachen möchte ich jetzt mit dem ersten Platz, den Duft, den ich wirklich am häufigsten rieche. Das ist nämlich der Ombre Nomade von Louis Vuitton. Ich würde sagen, der kommt auf Platz 1, dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann mal so Le Male und Baccarat Rouge und Sauvage Elixir und sowas. Ne? Aber Ombre Nomade ist wirklich ein Duft, den rieche ich so unfassbar häufig. Und wenn ich ehrlich sein muss, es ist nicht mehr unbedingt der Ombre Nomade, sondern es sind Duftkopien davon. Das rieche ich daran, dass Ombre Nomade eigentlich ein ziemlich dezenter Duft ist. Jetzt nicht, dass der schwach ist, ne? Aber er ist eher transparent, zurückhaltend und edel. Und die Düfte, die ich ganz oft rieche, ich erinnere mich noch, ich saß mal in der U-Bahn und mir saß so ein Typ gegenüber, der hat auch in Ombre Nomade Fake gebadet. Und das ist so eine ganz kratzige Rose, so ganz billig. Und es ist so, das hat wirklich meine Nase gebrannt, wirklich ohne Scheiß. Meine Nase hat richtig wehgetan. Und er saß mir jetzt nicht nur einen Meter gegenüber, sondern wirklich am Ende der Reihe, sag ich mal. Und das ist wirklich ein krasser Duft oder die ganzen Kopien davon. Auch mal im Mall of Berlin war ich, da ist irgendwie so ein Duft-Fake-Shop irgendwie und da bin ich auch vorbei, alles roch nach Ombre Nomade Fakes, so richtig billig einfach. Das tut mir mal so ein bisschen leid, weil Ombre Nomade ist so ein toller Duft und die Fakes sind ganz oft einfach so scheiße, das tut mir leid. Und das riecht einfach unangenehm und Ombre Nomade Fake 15 mal aufgesprüht, das ist so leider das häufigste, was ich rieche, was mir diesen Duft einfach kaputt macht. Ich habe ja auch mal ein bisschen überlegt, ob ich mir den kaufen möchte, aber ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr. Ich kann Ombre Nomade leider kaum mehr riechen, weil es einfach so oft vorkommt. Und es macht den Duft dadurch einfach schlechter. Also den Originalen ja nicht, ne, aber die DNA. Und das tut mir so leid für den Duft, weil Ombre Nomade ist so ein schöner Duft. Aber viele Fakes verunstalten das leider total. Deswegen seht ihr bei mir auch keine Fakes von Ombre Nomade, weil ich da irgendwie, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht, weil nachher sitzt ihr in so einer U-Bahn, ich sitze euch quasi gegenüber, also auch wenn nicht ich, aber wer anders, und riecht diese ekelhafte, super
kratzige Hose irgendwie und denkt sich nur, um Gottes Willen, was ist das denn für einer? Und das tut mir wirklich leid bei Ombre Nomade. Und passt da wirklich auf, falls ihr Ombre Nomade zu Hause habt als Fake. Das Originale nicht, ne, das ist super, aber die Fakes, die sind manchmal wirklich sehr unangenehm. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, das waren auf jeden Fall meine Düfte, die ich andauernd rieche. Vielleicht auch so ein bisschen Storys dazu erzählt. Tritt wirklich leider ziemlich häufig auf. Gerade bei Klonen, ne, das ist wirklich der Fall. Bei Klonen fängt es dann an, unangenehm zu werden, weil Leute dann eben für günstig Geld viel bekommen und dann dementsprechend auch sehr viel auftragen und Klon, der sowieso intensiver ist, zusammen mit einer viel zu oversprayten Sprühroutine, das ist halt meist leider einfach nur Fail. Schreib mal gerne deine Erfahrungen mit Düften in die Kommentare, auch was du über das Thema NPC-Düfte denkst. Wie gesagt, ich bin da kein großer Fan von. Danke dir soweit fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.